Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zu Nobody Wants to Die, einem Detektivspiel aus dem Hause Critical Hit Games, gepublished von Plyon. Und ich gehe mal ganz kurz direkt in Audio. Mach mal ein bisschen leiser noch, bevor wir loslegen. Ja, spielt in einem fiktiven New York im Jahre 2329. Wir übernehmen die Rolle eines Detektiven und müssen einen Serienmörder finden. Sah sehr, sehr interessant aus. Ich mache ein klein bisschen noch leiser und dann würde ich sagen, gehen wir direkt los und schauen uns mal an, was uns erwartet. Noch eine kleine Info am Rande, das Ganze kommt heute am 17.07. raus. Ich bin jetzt gerade wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, auch noch live auf Twitch. Wenn ihr Interesse habt, den Link dazu zum Stream findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann jetzt mal das Spiel an. Neuer Lehrer-Slot. Los geht's. Haben Sie Schmerzen? Fühlen Sie sich krank? Sind Sie sich Ihrer Sterblichkeit bewusst? Das war einmal. Jetzt gibt es Ikorit. Ein technologisches Wunder, das es uns ermöglicht, das Bewusstsein von einem Körper zum nächsten zu übertragen. Richtig gehört, der wildeste Traum der Menschheit ist wahr geworden. Der Traum von Unsterblichkeit. Wenn Sie nun also unter Krankheit oder hohem Alter leiden, dann können Sie sich Ihrem örtlichen Auktionshaus der Regierung auf... Oh, hoppala. Schenken Sie sich und Ihren Angehörigen ein neues Leben. Nobody wants to die. Und denken Sie daran, dass das Körperabo ist für jeden Bürger über 21 verpflichtend. Schützen Sie Ihre Investitionen, vermeiden Sie verbotene Substanzen. Nehmen Sie stets die vorgeschriebene Hüllenuntersuchung. Und stellen Sie Ihre Wohlbefinden an erste Stelle, Ihren körperlicher, physischer und vor allem finanzieller Hinsicht. Jede versäumte Gebühr wird dazu führen, dass Sie Ihren Körper einer gerichtlichen Auktion überliefern müssen. Und vergessen Sie nicht, Verstöße jeglicher Form werden der Abteilung für Sterblichkeit wahrscheinlich übermittelt. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen was runtersetzen. Das ist jetzt noch gerade ein bisschen... Moment, ganz kurz. Pass einfach auf, okay? Nicht antworten. Just watch, okay? This is the best part. Where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? Okay, ich mach noch ein klein bisschen lauter. Ist doch ein bisschen leiser jetzt hier im Spiel. Ganz klein bisschen noch. Ja, ich glaube, so passt sogar. You want me to question you? Don't you want to? Soll ich dir Handschellen anlegen? Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Und wenn es so wäre, nicht antworten. What if it had? Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Okay. Habe ich etwa auch einen Ersatzkörper? Muss ja, ne? Beziehungsweise zumindest mal unterschrieben, aber... Was ist das? Vielleicht sind wir schon mal gestorben und müssen jetzt Pillen nehmen, damit wir drin bleiben, quasi. Oh, was ist denn jetzt los? Ein Blick in die Vergangenheit. All units code 305. Prohibition violation at intersection of Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions. Despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Ja, ich habe gerade eben die Grafik mal ein klein bisschen noch runtergeschraubt. Sieht aber trotzdem gut aus. Was haben wir denn hier? Zeitung. New York Daily. Great. Hier, lesen. Die große Geste eines großen Mannes. Edward Green sponserte die Ausstellung im Central Park. An diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzungen aus dem alten Kontinent, mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York Citys frei.
Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward Greene zu verdanken. Erfahren Sie mehr auf den Seiten 3 bis 5. Krise, Erlass oder Einspruch? Der Kongress will nicht von dem kontroversen Gesetzesentwurf abrücken, der das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung von 21 auf 20 Jahre absenkt. Der Präsident will alle Optionen in Erwägung ziehen, hat aber kein Veto ausgesprochen. Nähere Informationen auf Seite 6. Skandal im TV. Verlässt Drake Star etwa die Tage des ewigen Lebens? Die herzzerreißende Geschichte hinter dieser Entscheidung. Ein moralischer Skandal und ein Körper, in dem er sich nicht wie er selbst fühlt. Interview auf Seite 2. Wetter. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung voraus. Es gelten die Standardverfahren zur Dekontaminierung. Geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und leichte Gewitter. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad Celsius erwartet. Okay. Ja, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Das ist nochmal die Rückseite. Erinnert mich direkt so ein bisschen an L.A. Noir, glaube ich. So. Untersuchen. Das sind die Handschellen, oder? Nee. Ach, Quatsch. Headset. Earpiece. Okay. Da ist auf jeden Fall Strom drauf, aber nichts weiter. Flieg's mal zurück. Was haben wir hier? Sehr futuristische Knarre. Wahrscheinlich Dienstwaffe. Oh, guck mal, da ist eine Kugel drin. Bumm, Ende. Untersuchen. Save my ass more than once. Sullivan heißt unsere Waffe. Alles klar. Hier war doch noch was, oder? Nee, das war's. Ich höre. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief? I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Can you hear this? Fuck, what are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got him convinced. You know, fucking medical miracle, James. Um der alten Zeiten willen, wegen der ganzen Überstunden. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Scheiße, ja, aber... Na komm. Fuck, yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Not another word or I'll change my mind. Okay. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Kim. Gut, was haben wir hier? Moonshine. Kann man... Ah, da kann man tatsächlich was lesen. Beweisstück Nummer... 11-89-27-XB. Natürlich haben wir das nur für Beweismittel dabei. Natürlich. Was haben wir denn hier? New Body. Ja, tatsächlich. For many years. Ich habe wohl einen neuen Körper bekommen. Untersuchen. 100 fucking years of work in Texas. Right. Class E. Ist das schlecht? 42 Jahre alter Körper. Oder 12? Bin ich klein? Nein, Spaß. Ist wahrscheinlich eher schlecht, ne? Relativ spät. Die Ware bekommen, sagen wir mal so. Was haben wir da? Kommt irgendwie bekannt vor, muss ich sagen. Öffnen. What the? Fucking lock. Ach du! Times Square! Hoi, 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 hoi. Das sieht aber schon nice aus. Mega. Kann ich direkt wieder überall Screenshots machen. New world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Kara? Das sieht nice aus. James? Kara? No, fuck that.
No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James. Sarah Cotton. Sarah. James Carroll. Let me go pull some strings. Back in a minute. Das ist echt scheiße, was? He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working. Ich mach noch ein klein bisschen lauter. Klein bisschen nochmal. So. And with you too. Ja. What can I say? Your reputation precedes you, especially after you fucked up the city with that train. Das passt, glaube ich, schon besser. Ich erinnere mich kaum. Well, I don't remember much about the accident. Tell me, it was kind of a spectacle. You don't remember. So, what? You haven't synchronized yet? Chief Steiner vertraut mir. Ich laufe wie ein Uhrwerk, okay? I'm in sync like a fucking Swiss watch, okay? Don't piss in my ear and tell me it's raining. Okay, I'm back. You're two best friends now, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Kara. Listen, he's a good cop. Just keep an eye on him, okay? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Did you know there used to be rooftop bars in the city? Yeah. Until they figured out open spaces make desynchronization symptoms worse. Okay. Das sieht ein bisschen aus, als würde da oben nochmal eine Stadt sein. Tell me something, James. Do you know the feeling after you've spent time in a wide open space when you go back to your capsule apartment on the ground floor? I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. Aber diesen Art Deco-Stil, der finde ich auch richtig schön. Und gemischt mit diesem Cyberpunk-mäßigen, sehr, sehr geil. Was haben wir denn da? I am not saving anybody from Demmer. I got principles. What the fuck are you talking about? I'm talking about how they make such awful food. Anybody who works there deserves whatever happens to them. James, the post office? Boom. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Hier gibt's die besten Filme. Ja. Okay. Yeah. You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Kim. Motor anlassen. Wie im Flugzeug hier. Oh. Nice. Schön. Dann wollen wir doch mal. Das sieht schon geil aus. Any goal is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. The memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep recalling the past. Ist nicht irgendwann auch der Speicher voll? Das war doch vorgedrängelt hier. Kann ich hupen? Ich weiß, wie ich rüberkomme. Keine Entschuldigung. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Natürlich. In der Schlange waren. Ich verspreche nichts. Hupe benutzen. Wie bitte? Sorry. Can't hear you. Sure. Schluck Whisky trinken.
Nicht trinken. Ja, komm. Oh, das gibt eine Entscheidung. Also, das wirkt sich aus, wollte ich sagen. Das ist richtig. Und hier bestimmt schon, oder? Es ist einfach verflucht dunkel. Sirene anmachen, geduldig warten. Was machen die Cops bei einem Baseballspiel? Hey, Sarah. You know why the cops got called to the baseball game? Somebody stole second base. Oh, for fuck's sake, James. Dad jokes? Ach, schön. Jetzt kommen wir endlich langsam rein. Schon eng hier, ne? Verlassen. Terminal 3. Was haben wir denn hier? Herm Divine Delivery Time. Okay, was haben wir denn hier? Benutzen. Willkommen. Brauche ich einen neuen Körper? Ah ja. Enter your full name and shipping code. James Kara 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah. I need access. Oh, right. Enter my number. 116-739. Thanks. 116-739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. Okay. Remember to send. Have you opened it yet? One second. I have to move my car. Ja, gehen wir mal zurück. Oh, der ist aber schön. Auch von außen noch. Nur sehr viel Motor und sehr wenig Innenraum. Na gut, fliegen kostet halt, ne? Weiß es doch. Badge. Just carrying this lousy scrap metal. Just don't abuse him, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Erinnern Sie mich nicht daran, keine Sorge. Yeah, yeah, I got it, okay. You don't need to remind me. I'm just saying, it's my ass on the line now, too. Is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Opfer Mission Position. Fangen wir mit Opfer an. His name is Edward Green. Who? Ah, ja. Confuse this mug with anybody else. Green sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh yeah, I heard about that. Let me look it up. Yep, supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit. Shit! Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Ist nur ein Routineeinsatz. Kalte Füße bekommen? Getting cold feet. Wanna back out? No. No, I'm good. What are we supposed to do? Mission. We get in, pull the Icarite, and deliver to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief
The guy who used to be the Secretary of Health, his Ikarites just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? Wir verhindern einen Skandal. Es ist ein Gefallen. Been a scandal. Leave his name out of the mud. You know what could happen if the Ikarite of a guy like Green fell into the wrong hands? The fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on a dream promotion of yours. Where's his body? Position. Fifth Avenue. Top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Kommen Sie mit? Kann's nicht warten. Want to tag along? No. I'm not authorized for field work. Ich im Moment auch nicht, also... Neither am I at the moment. So, what's the harm? No, I couldn't. That would be unprofessional. Especially on a case this important. Unprofessional. Verlassen. All right, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Danke, mir geht's gut. Fragen Sie für mich oder sich? For both of us. We're in the same boat, right? Listen, you just kick back and put your feet up, all right? You've got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Da fängt's wieder an. Das ist, glaube ich, einfach zurück in die Vergangenheit gesetzt. Unserem vorigen Leben oder so. Errungenschaft Dark City. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Fortfahren? Ja. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Green Tower. Fifth Avenue in Manhattan. Das sieht schon mal ziemlich aus wie Empire State Building im Inneren. Hat mich ein bisschen auch an Repo Man erinnert. Ich habe gerade überlegt, was waren das? Aber hier mit den Körpern. Da sind wir. Das ist, glaube ich, aus dem Trailer. James, Camera. Kim. This was supposed to be an accident. Fuckers hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like last, last? Mm-hmm. Das war's dann wohl. Let's pull the Ikarite and get out of here. Caps für Hinweismodus öffnen. Okay. Was ist denn das? Ein alter Motor? Eine kleine Ausstellung? And here he scores a few points. Points? For what? This engine could push a car up past 120 miles per hour. Ach so, Boden. Running on gasoline. On the ground. You know, it's hard enough to imagine driving on the ground and all, but 120? No, I called bullshit on that one. Yeah. Damn. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Kim. Hinweise zu finden? Oh Mann, der sieht aber mies aus. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Ich habe eine Idee. Ich habe mir mehr von Ihnen erwartet. I have an idea. You won't like it,
This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Ikarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Kettenmenü mit Tab. Rekonstruktor und dann. Das hat mich auch so ein bisschen an Batman erinnert. Gedrückt halten. So, Rekonstruktor. Basierend auf deinen gesammelten Informationen kannst du Fragmente des Ereignisses rekonstruieren. Halte linke Maustaste gedrückt, wenn die linke Leiste aktiv ist. Halte die rechte Maustaste gedrückt, wenn die rechte Leiste aktiv ist. Halte links und rechts gedrückt, wenn beide Leisten aktiv sind. Okay. Ach so, das ist quasi wie hochsteigen. Ich verstehe. Alles klar. Kannst du die Zeit zurückspulen? Im Bereich der Rekonstruktion zeigt einen Moment an, in dem etwas Besonderes passiert ist. Q gedrückt, um Nadel im gelben Bereich des Rekonstruktors zu bewegen und E, um in den anderen Bereich. Okay, alles klar. Probieren wir einfach mal aus. You seen this? What? Halte E gedrückt, um die Nadel im gelben Bereich des Rekonstruktors. Ja. Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull a Ikarite and let's go. Moment, da war es doch. Ja. Okay. Betritt den Bereich der Anomalie und suche nach weiteren Spuren. Richte auf den Kopf und halte links gedrückt, um sein Ikarite zu analysieren. The Ikarite's melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Okay. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Just... Sarah. Ich mach mal drei. Listen. I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Then we'll start looking for who did it. We have to report this. We have to. Anything beyond that, it's... I'm sorry. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. If only it were that simple. Omega code 112358. Suspected murder. Rekonstruieren. Eine unbekannte Substanz hat das Innere des Sweats schmelzen lassen. Was ist mit Green geschehen? Ich mach mal gerade. Caps Lock war das, ne? Was ist mit Green geschehen? Da wollen wir nochmal gucken. Hoppala. Ich gehe mal gerade nach oben. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche anderen Anhaltspunkte haben. Zumindest ist hier das durchgebrochen. Achso, haben wir noch. Stimmt, haben wir noch aktiv. Genau, ist ja noch aktiv. Gehen wir nochmal gerade runter. Da ist sogar direkt da unten nochmal was. Analysieren. Was haben wir denn hier? The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Jede Menge verkohlte Haut und Knochen. Ein Teil der Haut ist eingerissen. James. Stop doing this. It wasn't just a fire. Find the cause and we're out of here. Sehr nice. Genau, das machen wir jetzt auch. Wir müssen jetzt einmal ein bisschen nach Q. Da ist doch schon wieder was. Analysieren. Das ist irgendeine Substanz. Okay. Gadget zu öffnen. Röntgenmodus. Ach, gedrückt halten. Mit dem Gerät kannst du Objekte röntgen. Halte rechte Maus gedrückt und folge den Kabel, um den Generator zu finden. Wenn du den Generator gefunden hast, ziele auf ihn und halte die... Ja genau, um zu scannen. Alles klar. Dann hat er aber gerade gezeigt, hier sind schon mal Kabel, die unter den Baum führen. Hier haben wir direkt eine Abzweigung. Hier ist ein großer Strang. Dem folge ich jetzt einfach mal. Und hier geht's auch wieder ab. Right.
rüber. Hier geht's wieder runter. Da haben wir, glaube ich, dann keine Möglichkeit zu folgen. Höchstens hinter der Treppe. Aber warte mal, hier ist doch was. Was haben wir denn hier? Aufheben. Lesen. Synthetischer Gin. Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2529. Das ist noch ein bisschen hin. Die Spuren gehen hier weiter. Ich guck mal gerade hier, was wir noch so haben. Marcus Aurelius. Meditations. Someone with the president? I recognize him. Wait, it's green. That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Icarite, he was a big shot in politics. Green, zweifeln Sie niemals an sich und Sie werden Großartiges erzielen. Hoppala. Wann war es? 25. 2025. Okay, wir beginnen also in unserer Zeit. Nur durch das Ignorieren der Meinung anderer ist der Mensch selten unglücklich zu sehen. Doch jene, die die eigenen Komplikationen des Geistes nicht wahrnehmen, sind notgedrungen unglücklich. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, geboren 21 Gest 180, Kaiserphilosoph, der eines der größten Kaiserreiche der Geschichte regierte. Meditation ist eine posthume Sammlung seiner persönlichen Notizen. Es ist eine Sammlung universeller und zeitloser Weisheiten. Ein Wegweiser für alle, die angesichts von Widrigkeiten eine stoische Ruhe und einen unerschütterlichen Blick auf die Dinge bewahren wollen. Hoppala. Rechtsklick. So, und dann linksklick. What the fuck is this? A bike. Or rather a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ouch. Weiter geht's. Da ist es doch. The main transformer is under the floor. Okay, dann lass doch mal gucken. Was ist das? Kara, what are you doing? Das war ein Mord. Haben Sie schon gepetzt? This is a murder, Chief. Oh. The longer I sit here, the more it all stinks. Hoppala. It's not just Green's rotting corpse. Wieso hat der Baum gebrannt? The City of New York presents the key to the city, Edward Green. Rekonstruieren. Achso, jetzt beides. Beides. Rechtsklick, linksklick. Okay. Halte Leertaste zusammen mit Q und E gedrückt, um das Zurückspulen während der Rückrunde zu beschleunigen. Alles klar. Someone thought of the transformer and it caught fire. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Kim. Noch weiter zurück. Hoppala, das war ein bisschen schnell. So, hier haben wir jetzt zwei Punkte. Ein Foto machen. Okay. Some kind of emblem? Das ist auf jeden Fall dieses Jahr. It's starting to get interesting. Someone carved this date long ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Dann war hier noch was. Da ist Blut. Analysieren, gedrückt halten. Someone tried to smash that glass before the explosion. Also stimmt, Greens Hand über einen. Gut auf dem Glas. Dann haben wir hier. Stop it. James, you've got to stop this. Okay. Wo sind wir denn überhaupt? Ein bisschen. What? What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is,
did Green try to crack open that plate with his own forehead? Das ist der Ablauf. Or did somebody else use Green's forehead like a ball-peen hammer? Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. Warten Sie mal. Sie haben echt Mumm. Holy fuck, Sarah. There's Brazen and then there's whatever you are. Just get on with it, all right? Feeling sorry for yourself is a bad look. Okay. Da sind wir zurück. What happened? The fuse is just blue. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Super. Fuses. Perfekt. Endlich sind sie mal nützlich. Notbeleuchtung? Das erste wäre ein bisschen fies. Turned on the emergency lights. I wonder what the chief would have to say about that. Don't thank me. And for fuck's sake, get a move on. Natürlich. Also nochmal. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Went off here. Da sind wir. Was ist denn das? Pillen. Untersuchen. Check something out for me, would you? I need to know about a drug called Prose of Life. Introduced in 2208. It's based on fluoxetine. An antidepressant. Wie lange war Green in Therapie? Alle Tode durch Erhängen. How long did Green get psychiatric treatment? Looks like he's officially been in therapy for 156 years. According to statistics, that's pretty much normal for people who've lived as long as he has. It'll be worth checking the file to see if he mentioned anything about a suicide. Lesen. Verschreibungspflichtige Arznei. Lebenselixier 100 mal 10 Kapseln. Pro Kapsel 20 mg Fluoxetin. Dosierung eine Kapsel täglich oder nach Verschreibung. Okay, das war's aber auch, glaube ich. Wir sind aber noch im Gelben, ne? Ach so, ja, hier ist noch was. Probably some kind of relic. Lesen. An meine besten Freunde. Immer günstige Winde. Green. To the best of friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. Das hat auf jeden Fall gut was abbekommen. Ja. Öffnen. I wonder which one's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Ja. Wann ist denn das hier? 10, 11 Uhr? Nee, wo sind wir denn überhaupt? Doch, ne? Müssen 11 sein. Ja, genau, sind 11 Uhr. Let's see what the patient has to say. Und zurück. Da sind wir wieder. War nicht gerade was? Ah, jetzt hier. Analysieren. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. So viel weiß ich schon. Wir haben ein Gespür für solche Dinge. Sarah, think outside of the box. I can come up with obvious ideas myself. Rekonstruieren. Okay. So nach links. Ja. Moment, ich bin schon drüber. From there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Ja. Da ist doch Blut. Blood. I'll come back to that later. Okay.
Achso. Analysieren. Someone must have pushed him. Kaputte Balustrade, keine Blutspuren. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Bisschen rüber. Jetzt wahrscheinlich das hier, ne? Ja, analysieren. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Verschiedene Substanzen rekonstruieren. They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. We don't have enough information to find the other one. Oh, ich muss weiter vor. How do you think this went down? I don't know yet. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Ja. Hier sind auch noch ein paar Informationen. Oder Sachen, die man sich angucken kann. Was haben wir denn hier? Museum in his home? Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy? Sure. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I, Oh, can I ask you to do something for me? What, you want me to steal evidence? No. I mean, yes. Listen, could you... Could you describe the scent to me? Den Geruch beschreiben, ablehnen. Tabak, Fett, Pilz. Sort of like grease, but it's soft and gentle. That's how it hits the nose, anyway. Tell you what, why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? ich kann es ja mal versuchen. Give it a shot. Eine Zigarre, Gummi, eine Lederjacke. Oh Gott. Was nehme ich denn da? Like a cigar, only without any shitty chemical aftertaste. Okay. Let's try this another way. Does it make you feel something when you smell it? Emotions? James, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food spoiled in the past. It could make you really sick. Ich will das essen, ich will das nicht essen. Freude, etwas Bitteres und Wärme. Machen wir eins. The longer I smell it, the more I want to eat it. So, soft fluid grease, huh? A non-crappy cigar, and you want to eat it. Exactly. Okay. Thank you very much. Let's get back to work. Cool. War noch irgendwas? Hier. Untersuchen. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. I've never understood this stuff. Yet it doesn't surprise me in the least that Green was into it. Na gut, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut, weil wir nämlich am Ende einer Folge sind. Und ich hoffe, dass euch der erste Eindruck zu Nobody Wants to Die gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.